Wenn ein Mensch Höchstleistungen erbringt, wird es ihm schnell warm. Und noch viel schneller, wenn er sich in einer heißen Umgebung befindet. Die natürliche Folge von zu viel Hitze ist Erschöpfung. Darum ist Kühlung lebenswichtig. Auch für Unterwassermotoren, die von der Umgebung, also dem Fördermedium, gekühlt werden. Bisher gab es nur eine Lösung, damit Unterwassermotoren in heißeren Umgebungen nicht überhitzen. Derating. Doch Leistungsherabsetzung hat einen hohen Preis. Größere Motoren und Brunnendurchmesser, höhere Investitions- und Energiekosten. Auch Ölkühlung ist, aus ökologischen Gründen, keine gute Option. Die Frage, die Brunnen- und Minenbetreiber bewegt: Wie kann man Unterwassermotoren zugleich leistungsfähiger und wirtschaftlicher kühlen und somit den dauerhaften Einsatz in heißeren Umgebungen ermöglichen? Ganz einfach. Mit Bewegung. Mit dieser im Prinzip einfachen Idee setzt Andritz jetzt den Schlussstrich unter alle hitzigen Diskussionen. MCT. Modular Cooling Technology. Design for Highest Temperatures. Das Prinzip von MCT ist verblüffend einfach. Bewegung. Am unteren Wellenende des Rotors befindet sich ein saug- und druckoptimiertes Pumpenlaufrad. Zum einen kühlt und schmiert es das nahegelegene Axiallager. Zum anderen sorgt es für den ständigen Fluss der Kühlflüssigkeit, übrigens Trinkwasser, durch den Motorinnenraum nach oben. Speziell angeordnete Kühlkanäle garantieren die Wärmeaufnahme dort, wo sie entsteht. Dadurch wird die Wärme vollständig abtransportiert. Oben wird die erwärmte Flüssigkeit zur Motoraußenwand umgeleitet. Die Hitze entweicht über die Oberfläche an das Fördermedium. Mit Wärmetauschermodulen kann die Kühlleistung erhöht und vor allem maßgeschneidert ausgelegt werden. Daher auch Modular Cooling Technology. Wicklungen aus hochwärmebeständigen Materialien erhöhen die technischen Temperaturgrenzen zusätzlich. So können Motoren mit MCT in Medien bis 75 Grad Celsius eingesetzt werden. MCT ist nicht nur ein technologischer Meilenstein, sondern auch ein Wirtschaftlichkeitswunder. Die wichtigsten Vorteile im Überblick: Reduzierte Investitions- und Energiekosten. Der Einsatz von Trinkwasser als Kühlmedium für Medientemperaturen bis 75 Grad Celsius bei maximaler Betriebssicherheit und höchsten Standzeiten. In der Summe minimale Lifecycle Costs. MCT. Modular Cooling Technology. Design for Highest Temperatures.